Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Tai Chi Podcast Tai Chi jederzeit. Mein Name ist Beate Kraus und mein Gast heute ist Martin Bödecker. Hallo Martin, herzlich willkommen. Hallo Beate, das freut mich sehr. Es ist ja eine tolle Zeit, wo wir mit Tai Chi wie jetzt per Podcast doch weit herumkommen. Martin, magst du mal ganz kurz was zu dir selbst sagen, bevor wir wieder über Podcast, Tai Chi und so weiter reden? Ich habe ganz in meiner frühesten Studentenzeit Aikido betrieben und im Aikido-Unterricht kam ein Freund auf mich zu und sagte, ob ich nicht Lust hätte, Tai Chi zu machen. Das war 1986 und da sagte ich, keine Ahnung, was ist denn das? Und dann sagte er, wüsste auch nicht so genau, aber es gäbe da einen guten neuen Lehrer in der Stadt. Und da bin ich dann hin mit ihm und er hat direkt aufgehört oder ist nicht mehr wiedergekommen. Ich bin geblieben und das war eben Ma Zhangbao aus Shanghai, der direkt aus der Familie Wu stammt, eine der fünf Familienstile. War schon ein halbes Jahr in Deutschland, aber machte dann dort die ersten richtigen Kurse auf. Ja, und so bin ich da dann reingeschlittert, ohne dass ich wusste, was auf mich zukam. Dein Lehrer Ma, der war in Rotterdam hauptsächlich gewesen, glaube ich, vorher, ne? Genau, er war nicht vorher, sondern er ist 1986 nach Düsseldorf mit seinem Vater eingeladen worden, mit Ma Yuliang. Die waren zusammen hier ein halbes Jahr. Dann ist der Vater wieder zurückgegangen. Er war auch schon 85 Jahre alt. Und er ist 2 Jahre in Deutschland geblieben und hatte dann aber die Möglichkeit, Festanstellung in Rotterdam zu bekommen bei der chinesischen Gemeinschaft. Und hier war es etwas schwierig mit Arbeitserlaubnis und Ähnlichem, so dass er dann eben weiter nach Rotterdam gezogen ist. Also relativ bekannt in diesem Teil Europas, in China natürlich auch, in der Gegend, wo die Wu-Familie herkommt, also aus Nordchina. Die Wu-Familie war ja eine Manchu-Familie, also keine Han-Chinesen, sondern Manchuren und die Mas auch, würde ich sagen, ne? Vom Namen ja. Her Ma. Ja, also die Familie Wu hatte 3 Generationen lang mit der Familie Yang gelernt, schließlich die Tochter vom Begründer. Wu Yinghua hat eben einen Herrn Ma geheiratet, der auch Manchu war. Und das ist eine ganz spannende Geschichte gewesen, denn die Familie Ma war eine relativ hochstehende Familie einer Manchu-Dynastie auf der Ebene von Provinzgouverneuren. Und zu dieser Zeit, um 1900 herum, der Polizeichef von Peking gehörte zur Familie und so ähnliches. Und dann gleichzeitig die Familie Wu, das waren Unteroffiziere in der Armee, also relativ niedrigen Ranges. Und das ist ja so oft die Geschichte im Tai Chi, dass sich die Kampfkünstler mit den gesellschaftlichen oberen Schichten vereinen und zusammen trainieren und gegenseitig inspirieren. Das war dort, wie es so oft beim Tai Chi war. Also spätestens seit der Zeit um 1900, als dann auch die Yang-Familie nach Beijing eingeladen wurde, um dort auch die Palastwache zu trainieren. Und dadurch haben sich natürlich sehr viele Beziehungen entwickelt zu hochrangigen Beamten, die ja entweder Manchu waren, also keine Han-Chinesen, sondern Manchu oder teilweise auch Mongolen, ne? Und ich glaube, die Leibwache des Kaisers waren überhaupt nur Manchu. Ne? War ja eine feste Gesellschaft, die Manchu-Gesellschaft. Das war ja dann bis 1911, 1644, glaube ich, bis 1911 eben die Manchu-Dynastie. Das blieb auch so und die haben auch eine große Identität, auch heute noch. Wobei sie ja relativ früh sich im Äußeren in der Sprache angepasst haben, aber trotzdem natürlich ihr eigener Trupp geblieben sind. Ne? Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt vielleicht mal gehört, dass die letzte Kaiserdynastie in China die Qing-Dynastie gewesen ist und die war eben eine Fremdherrschaft sozusagen. Die Manchuren leben ja, wir würden es heute wahrscheinlich nördlich Korea, China, innere Mongolei sowas verorten und 1644 sind die zur Hilfe gerufen worden, um innerchinesische Probleme zu lösen. Und das haben sie dann auch getan, indem sie die Gelegenheit genutzt haben,
und einfach die Herrschaft übernommen haben und sehr lange und erfolgreich regiert haben. Aber die letzten Jahre, wie eigentlich immer in diesen Dynastiegeschichten Chinas, kam es dann zum Niedergang und er endete dann eben mit dem letzten Kaiser, den ja so viele aus dem Film kennen. Interessant ist, dass die Hochzeit des Taijiquan genau in diese ganzen Jahrzehnte und Jahrhunderte politischer Wirren fällt. Also als Yang Luchan, der Begründer des Yang-Stils zum Beispiel, ich rede jetzt immer gerne vom Yang-Stil, als der Taiji machte, da waren wir noch mitten in der Zeit des Taiping-Aufstandes und dann diese ganzen Geschichten mit chinesisch-japanischem Krieg, chinesisch-russischem Krieg, japanisch-russischen Krieg, dann innerchinesische Konflikte, Boxeraufstand um 1900, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, dort eben auch. Ich glaube, das ist auch hier im Westen spürbar. Es war halt in China relativ spät, aber es war halt dieser Übergang zur Industriegesellschaft. Das heißt, die China blieb halt relativ lange noch in so einer quasi mittelalterlich-Renaissance-Gesellschaft mit wenig Industrialisierung. Und dieser Sprung war dann, wie häufig in Asien, extrem schnell und hat natürlich die Gesellschaft buchstäblich auf den Kopf gestellt. In China mündet es dann eben im Kommunismus. Und der hat alle Beteiligten der Gesellschaft stark beeinflusst. Und die Tai-Chi-Leute waren halt sowohl Kampfkünstler als auch Kulturtragende. Und das hat sie natürlich auch mächtig durchgeschüttelt und gleichzeitig unwahrscheinlich innovativ werden lassen. Du hast auch ein Buch darüber geschrieben, China zur Zeit. Es ist China zur Zeit der großen Taichi-Meister. Das ist eben 1897 bis 1937. Das ist genau die Zeit dieses Wandels. Das fängt also sozusagen mit Yang Luchan an, als er schon alt war. Sozusagen das auslaufende chinesische Kaiserreich und dann eben die Zeit der großen Wirren bis hin zum Übernahme des Kommunismus, dann eben Zweite Weltkrieg, japanische Besatzung. Und das ist ja die Zeit, als die Tai-Chi-Stile, die wir heute so lebendig beobachten, an die Öffentlichkeit gegangen sind. Vor 1911 ist das Tai-Chi ja in China praktisch unbekannt. Also wir haben immer das Gefühl, die machen das seit Tausenden von Jahren im Park. Das ist natürlich ein Irrtum. Tai-Chi war in ganz kleinen Kreisen nur bekannt. Wir finden praktisch keine Literatur, also für chinesische Verhältnisse praktisch keine Literatur. Deswegen ist das ja auch so umstritten, weil wir es einfach nicht wissen. Dass wir keine Literatur finden, liegt möglicherweise teilweise auch daran, dass ja ein Großteil der Bevölkerung gar nicht alphabetisiert waren. Und das hat sich dann gebessert. Da war diese große Zeit des 4. Mai, da war eine 4. Mai-Bewegung und die arbeitete darauf hin, dass auch die normalen Menschen mehr lesen sollten. Und dafür wurde dann die Schrift reformiert. Die war ja unheimlich kompliziert. Und es gibt noch heute diese langen, komplizierten Schriftzeichen in Taiwan und Hongkong. Aber im Festland China sind die eben reformiert worden. Und danach gab es auch immer mehr Leute, die eben über Tai-Chi schreiben konnten, weil sie dann auch des Schreibens mächtig wurden. Ne? Ja, deswegen haben wir das Buch, ich sage wir, mit meinem Dozenten für Ostasienwissenschaften habe ich das zusammengeschrieben, gerade diese Zeit eben gewählt, weil das Tai-Chi ganz exemplarisch ist für alle Bereiche der chinesischen Gesellschaft. Und umgekehrt, alle Bereiche der chinesischen Gesellschaft haben das Tai-Chi beeinflusst, wie das Lesen und Schreiben. Als der Kaiser gestürzt wurde, als das zu Ende war, war nicht sofort klar, wie es weitergehen würde. Ganz im Gegenteil, es ist ja zu viel Bürgerkrieg gekommen und es gab eigentlich drei große Fraktionen, wie so häufig, die Konservativen, die sagten, wir müssen einfach nur dahin zurück, wo wir schon waren. Es gab die Reformatoren, ihr Slogan war Technik und chinesisches Denken. Wir müssen also die Technik kopieren, die sind uns überlegen mit ihrer Industrialisierung, aber wir müssen Chinesen bleiben, so wie wir sind. Und dann gab es eben die Revolutionäre, zu denen auch die Kommunisten gehörten, die gesagt haben, der Hauptwiderstand findet nicht im Technischen statt, sondern im Denken. Wir sind im Denken rückwärts gewandt und zementiert. Wir müssen also das alte Denken ausrotten, zerstören und ein neues Denken entwickeln. Und das wissen, glaube ich, die meisten, dass die sich am Ende eben durchgesetzt haben, die Kommunisten, damit dann ja auch für das Tai-Chi ganz neue Impulse gesetzt haben.
Du hast gesagt, in der Einströmung ging es hauptsächlich um den Unterschied westliche Technik und chinesische Rückständigkeit, wo doch die Chinesen früher immer so innovativ gewesen waren mit ihrem Schießpulver und ihrer Schrift und dem Papier und so weiter. Also so ein gewisses Unterlegenheitsgefühl, was sich aber auch wohl körperlich gezeigt hat, dass wenn da die gut trainierten, wohlgenährten, hochgewachsenen europäischen Soldaten durch chinesische Städte marschiert sind, sich die Chinesen gedacht haben, warum sind wir nur so kümmerlich denen gegenüber? Ne? Und dann sich Zirkel gebildet haben, die gesagt haben, nee, wir müssen einfach mehr Sport machen, und zwar Kampfsport. Wir müssen uns mehr trainieren. Und da sind ja einige echt hart draufgekommen. Ne? Vielleicht kann man sogar zurück zur Französischen Revolution gehen, als hier ja auch die adligen Heere noch früher, ne, langsam aber sicher abgeschafft wurden zu den Volksheeren, wo dann aber, wie zum Beispiel Turnvater Jahn, die Erkenntnis kam, die Bevölkerung ist einfach nicht fit genug und nicht diszipliniert genug für den Krieg. Also müssen wir so etwas wie Turnen überhaupt erfinden, Turnvereine, um die Jugend fit zu machen für den Krieg im Endeffekt oder für den Schutz, je nachdem, wie man es formuliert. Diese Idee wurde sehr, sehr stark von Japan kopiert damals. Und die Japaner waren ja dann auch relativ schnell sehr erfolgreich mit ihrer Armee, sodass die Chinesen tatsächlich zum ersten Mal überhaupt in ihrer Geschichte, denke ich, sich gedacht haben, das müssen wir auch machen. Also es gab große Bestrebungen, dem japanischen Vorbild nachzueifern. Und da kam sehr viel indirekter Einfluss aus Europa in China an. Über eine universitäre Schiene waren auch sehr viele europäische und amerikanische Lehrer nach China gekommen. Und das war dann besonders an der Universität in Peking angesiedelt, wo sich das dann alles mischte. Und dort wurde zum Beispiel von John Dewey Reformpädagogik unterrichtet. Und so haben wir geistigen Einfluss und eben diese Idee der körperlichen Bildung. Und das hat einen ganz neuen Ausdruck in China gefunden, den wir unter anderem im Tai Chi eben identifizieren können. Ja, besonders nach Yang Chengfu. Also er war einer der Ersten oder überhaupt der Erste vielleicht, man weiß es nicht genau, der gesagt hat, also wir müssen doch Tai Chi jetzt nicht nur für uns in unseren Familien und vielleicht noch für ein paar Offiziere und kaiserliche Leibwachen unterrichten, sondern eben für immer mehr Leute, weil es wichtig ist, dass das ganze Volk gesund ist. Nicht nur gesund, sondern widerstandsfähig, kampfbereit. Ich finde das super interessant, mal Yang Chengfus Vorwort zu seinem berühmten Buch nochmal anzuschauen, wo wirklich drin steht, wir sind so klein und jämmerlich und die Westler sind so groß und stark. Wir müssen jetzt trainieren, um uns wehren zu können. Und heute machen Millionen von Menschen Yang Tai Chi, um ruhig und weich zu werden. Das ist ja einen weiten Weg gegangen. Yang Chengfu war natürlich der große Protagonist der Yang-Familie in diesem Sinne, der das auch wahnsinnig popularisiert hat, angefangen an der Universität Peking unter Xu Yisheng. Der hat eben ein Institut für Leibeskünste dort gehabt. Interessanterweise waren auch die anderen Familien, zumindest die Familie Wu und die Familie Sun, mit Sun Lutang dort vertreten. Und da hatte Sun Lutang natürlich nochmal einen gigantischen Einfluss, denn er war ja sehr gebildet in Sachen Literatur, sodass er sehr früh anfing, intensivst über Tai Chi, über Bagua, über Xing Yi zu schreiben. Die frühesten Werke, wo eben im westlichen Sinne Lehrwerke entstanden, stammen aus seiner Feder. Und das hatte natürlich einen unglaublichen Einschlag in China, dass man eben nicht die kryptischen, klassischen Texte mehr hatte, sondern echte Lehrbücher im modernen Sinne. Auch andere, die nicht Yang-Familienmitglieder waren, haben geschrieben, weil sie gut gebildet waren, ne? Adlige Offiziere, so wie Chen Weiming zum Beispiel. Ja, das waren ja häufig auch Universitätslehrer. Das war eben genau dieser Zirkel um Xu Yisheng. Das waren alles hochgebildete Leute. Man muss eben dort Tai Chi nicht zu dieser Zeit und in diesen Ausrichtungen, nicht in den Wudang-Bergen suchen, sondern es tatsächlich in einem Universitätsseminar. Und entsprechend
haben sich dort eben die praktischen Meister mit den Gebildeten dort wieder mal vermischt. Und die Literatur wurde natürlich von den Gebildeten geschrieben oder aufgeschrieben. Die haben halt aufgeschrieben, was sie erfahren haben dort. Dann gab es ja auch eine Bewegung weg von Beijing, eben aus politischen Gründen, also weil dort kriegsähnliche Zustände waren, nach Nanjing und später auch nach Hongkong. Der Einmarsch der Japaner, damit zogen natürlich viele Tai-Chi-Lehrer auch Richtung Süden, Nanjing, Shanghai und dann eben Hongkong. Und interessanterweise, wenn man zum Beispiel sich anguckt, die Mutter von meinem Lehrer, die Frau Wu Yinghua, die ist auf Einladung der Firma Siemens nach Shanghai gekommen, weil natürlich auch da die Connection wieder zu den Ausländern, die YMCA war ganz groß da drin. Sehr viel dieser Aktionen fanden im YMCA-Gebäude statt. Die waren eben organisatorisch gut aufgestellt und hatten natürlich auch das Geld und wollten auch in China investieren, wirtschaftlich wie auch inhaltlich. Also auch dort sieht man die Modernität schon dieser Menschen. Das Spannende ist, dass sie alle Beziehungen da drin hatten. Also das waren halt hochgebildete Menschen und zu der Zeit waren die Kontakte zwischen Westen und China ganz stark. Das sind wir dann lange, lange Zeit gar nicht mehr gewohnt, weil eben die Mauer stand und China sich selber auch sehr abgekapselt hat. Aber in den 20er, 30er Jahren war China ganz intensiv im Kontakt mit dem Westen. Wenn man sich mal die Führungskader der Kommunisten anschaut, die meisten haben im Ausland studiert, in Paris und an anderen Universitäten. Das waren noch ganz offene Zeiten, wie wir sie vielleicht jetzt erst wieder erlebt haben. Ja, und Sie haben dann auch, also in meiner Empfindung, vor allem aus Paris Ideen mitgebracht wie Anarchismus und. Ja, aber nicht nur das, wenn man sich überlegt, auf der Olympiade, wann war 37 oder was, in Berlin wurde Tai Chi vorgeführt, erstmals vor 40.000 Leuten im Stadion. Also eine unglaubliche Energie kulturellen Austauschs, die zu dieser Zeit herrschte. Du bist unheimlich belesen, hast da ganz, ganz, ganz viel Interesse, aber du bist ja nicht Sinologe oder Ostasienwissenschaftler gewesen ursprünglich, sondern Chemiker. Wie kam denn dann diese Wendung? Also ich habe eben Chemie und dann Biochemie mich spezialisiert, habe da dann promoviert und nach der Promotion wollte ich Umweltchemiker werden. Und da gab es auch dann eine Ausbildung beim Bayer oder besser, so kam ich drauf. Ich wohne halt hier direkt neben Bayer sozusagen. Und da musste ich dann ein Dreivierteljahr warten. Und dann war halt die Frage, was macht man in der Zeit? Und da gab es dann eben einen Studiengang, Cultural Intermediator. Wir sollten die Speerspitze zur Eroberung des chinesischen Binnenmarktes werden, Originalzitat. Das war ganz toll, denn wir waren nur 5 Studenten und 6 Dozenten. Das war so toll, dass ich überlegt habe, den möchte ich auch zu Ende machen, Chinesisch lernen, aber vor allen Dingen sehr viel Kultur. Das Problem war, man braucht dann halt Geld. Wenn man in dem Alter ist, kriegt man keine Finanzierung fürs zweite Studium. Und dann habe ich halt eine kleine Tai-Chi-Schule aufgemacht, um eben das finanzieren zu können. Und am Ende des Studiums lief das Ganze so gut, dass ich mir gedacht habe, machst das doch erstmal weiter, das macht doch Spaß. Chemiker, die Chinesisch sprechen, gibt es relativ wenige, da kann ich ja immer noch hin zurück. Boah, und dann ist es dann halt immer toller geworden und immer schöner. Und dann war es das halt. Imke Bock-Möbius, Physikerin, die schreibt über Tai Chi, über vergleichbare Aspekte in der Physik und im Tai Chi Chuan. Gibt es irgendwie sowas in der Chemie auch? Ich meine, das Qi zum Beispiel, würdest du sagen, das kann man chemisch irgendwie erklären? Also ich habe mich mit dem Qi eigentlich nie beschäftigt, weil das bei meinem Lehrer kein großes Thema war. Er erlebte da ganz das Wu Wei, das Nicht-Einfluss nehmen, das Nicht-Handeln für ihn. Der auch sehr stark involviert war in der chinesischen Medizin, ist Qi was völlig Reales, was er auch beeinflussen kann in der Medizin, wenn es eben außer Balance gerät. Aber im Tai Chi selber war er sehr Richtung Kampfkunst aufgestellt und dort ging es um die Schau nach außen, um die Ruhe zu gewinnen und nicht um das Qi zu lenken oder zu führen. Und so habe ich mich da wenig mit beschäftigt.
Ich habe natürlich viel dazu gelesen, um das auch ein bisschen mehr zu verstehen. Aber das ist mir immer schwer gefallen, dort einen Zugang zu finden. Wer hat nochmal diese dicke Doktorarbeit geschrieben? Kubni, ne? Qi-Lebenskraftkonzept im alten China, der wirklich zeigt, dass jeder Philosoph der letzten 2.500 Jahre das Qi sich anders vorgestellt und gegründet hat. Und da ich selber jetzt keinen direkten Zugang zu einer speziellen Form der Vorstellung habe, habe ich es dann auch nicht weiter untersucht, was nicht heißt, dass es nicht auch entspannt sein könnte. Die Tai Chi Schule in Düsseldorf habt ihr zu zweit, glaube ich, eröffnet. Ich habe dann im Studium eine ganz fantastische Freundin gefunden, beim Tai Chi übrigens, aber nicht in meinem Kurs. Aber in einem Kurs von meinem Schüler, wir haben halt, wie man das so macht, mit Studenten später abgehangen und dann hat man sich so kennengelernt. Und die ist dann auch meine Frau geworden und die ist dann nach ihrer Ausbildung dazugestoßen. Also sie hat auch eben weiter Tai Chi gemacht und dann haben wir die Tai Chi-Schule zusammen aufgemacht. Eigentlich habe ich sie aufgemacht, weil ich eben das Geld brauchte und sie war noch im Studium. Sie hat ihr Studium dann abgeschlossen. 2 Jahre später war sie dann auch dabei. Und heutzutage darf ich mal fragen, womit verdienst du jetzt deinen Lebensunterhalt? Ja, meine Frau ist dann halt vor 11 Jahren gestorben und mein Lehrer ist ja mittlerweile auch verstorben, sodass die hauptberufliche Tätigkeit als Tai-Chi-Lehrer eben nicht mehr möglich war, da ich ja noch meinen Sohn hatte, um den ich mich kümmern musste. Und so habe ich dann das, was ich vorher schon betrieben habe, nämlich die Literatur zu Kampfkunst und chinesischen Philosophie, ja, zu meinem Hauptberuf gemacht und übersetze heute sehr viel rund um Tai Chi und dann eben viel weiter rund um die chinesische Philosophie in kleinen Büchlein. Wie viele sind das mittlerweile? 20, würde ich mal schätzen, ungefähr? Mehr. Mehr noch. Das sind alles relativ dünne Bücher, so um die 100 Seiten, würde ich mal sagen. Ach, manchmal. Mein Hauptformat hat sogar nur 52 Seiten. Das habe ich so ein bisschen so als Format mir erdacht. Denn ich habe festgestellt, dass viele Leute das gerne lesen, aber gar nicht so viel Zeit mehr haben. Und das ist das Feedback, was ich ständig bekomme. Das ist ein Buch, was nicht im Schrank steht, sondern das ist ein Buch, was man auch durchliest und eventuell nochmal wieder reinguckt. Und das freut mich natürlich. Und wie viel Zeit steckst du in ein Buch? Kann man das so sagen, pauschal? Ja, keine Ahnung. Das ist natürlich extrem unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel ein Buch über Zhuangzi geschrieben, eines meiner Lieblingsbücher. Da habe ich natürlich unglaublich viel lesen müssen, weil der Zhuangzi natürlich im Deutschen zwei Bände, wenn man den vollen Zhuangzi lesen will. Und dann muss man es übersetzen und suchen und vergleichen und auswählen. Ich habe halt wesentliche Themen ausgewählt. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Jetzt habe ich ja 176 Gedichte aus den chinesischen Bergen eines Mönches, dem war es zu unruhig im Zen-Kloster. Muss man sich mal vorstellen. Der ist dann als Eremit in die Berge gezogen, hat 20 Jahre alleine gelebt und diese Gedichte geschrieben. Gedichte sind dann, ja, wenn es 4 Zeiler sind, 20 chinesische Zeichen. Das übersetzt sich relativ schnell, muss dann aber lange liegen und wehren. Denn wie übersetzt man diese kompakte Sprache in ein Deutsch, dass es immer noch ansprechend ist? Das kann man nicht einfach so machen. Irgendwann sagt man dann, jetzt ist fertig. Also ich glaube, das Buch ist schön geworden mit den Gedichten auch. Ne? Oder ja, super. Anekdoten. Ne? Ja. Also was ganz anderes wie jetzt ein Zhuangzi, der ja richtige Texte geschrieben hat. Ne? Ja, nur übersetzt man ja auch zum Glück nicht mehr nur aus dem eigenen Schaffen heraus sozusagen, wie das vielleicht noch ein Richard Wilhelm gemacht hat oder ein Günther de Bohn, sondern hat viele Vorbilder, weil es schon viele Übersetzungen gibt, Möglichkeiten mal zu schauen, wie andere es schon übersetzt haben und dann aber die eigenen Worte nochmal zu finden, sodass es richtig zu dem passt, was man meint, was es denn eigentlich bedeuten soll. Das ist dann die große Arbeit, oder? Der eine Ansatz ist, dass ich mich gerade, wenn es philosophische Texte geht, auch als ja so eine Art Journalist verstehe. Sinologen würden sicherlich ganz anders übersetzen. Und ich möchte aber jetzt nicht riesige, ausführliche Erklärungen schreiben, sodass ich versuche, das zu transportieren, was den normalen Leser interessieren könnte oder was seinem Erfahrungshorizont entspricht, das auch ein bisschen schön klingt. Das andere ist, dass ich versuche,
die Übersetzung, soweit es wie irgendwie geht, auch einheitlich zu gestalten, dass also wenn bestimmte Begriffe in einem Text auftauchen, auch sie im anderen Text identifizierbar sind. Wer mal verschiedene Lautübersetzungen liest oder Kreuz liest, da merkt man manchmal gar nicht, dass sie über dasselbe reden, weil das so sprachlich verändert ist, dass das dann sehr schwer zu identifizieren ist. Und das ist schon so ein Anspruch, den ich habe, dass wenn jemand Tai Chi macht und Tai Chi Begriffe kennt, die in der Philosophie eine Rolle spielen, dass er sie auch dort wiederfindet und merkt, ah, der Philosoph, der hat sich ja hier Gedanken gemacht, die sich in Tai Chi widerspiegeln oder umgekehrt. Das ist eben dann sehr schön, so Muster und allgemeine Gedanken zu erkennen. Also wenn man über Tai Chi Praktizierende in China redet, muss man auch wissen, dass dort viel mehr Leute vertraut sind mit Gedanken von Philosophen als hier in Deutschland, ne? Ich versuche immer nicht, die Vergleiche so zu ziehen, sondern mir zu überlegen, was für eine Gesellschaft war das. Wie wir vorhin auch gesagt hatten, viele waren illiterat, konnten nicht lesen oder schreiben. Aber die, die es konnten, die waren hochgebildet. Das ist eben genauso ein bisschen mittelalterliche Gesellschaft oder Renaissance-Gesellschaft. Man hatte halt die vielen Bauern, die wirklich gar nichts wussten. Und dann diese Schicht der Beamten, nennen wir sie ja. Das waren aber ja gar nicht viele. 5.000 im Jahr oder sowas haben die Prüfungen bestanden. Aber die kannten sich alle und die kannten die Literatur natürlich vollständig. Das war Elite. Und so sind natürlich dann die Gedanken der Philosophen wirklich wörtlich wiederzufinden. Tai Chi wird ja immer als Urgestein des Daoismus gesehen, aber wer mal in die Klassiker reinguckt, der findet überhaupt kein Zitat von Laozi. Mir ist noch nicht eins begegnet, aber dafür ständig Konfuzius-Zitate. Was den Taoismus gar nicht abwertet, was aber zeigt, dass diese Leute eben eine klassisch-konfuzianische Ausbildung hatten. Und das schlittert dann unbewusst rein. Das muss gar nicht bewusst sein, aber das sind eben so, wie man sich so ausdrückt zu dieser Zeit. Erzähl bitte darüber noch mehr, denn ich glaube, die meisten Tai Chi Praktizierenden hierzulande glauben, dass der Daoismus der Hintergrund des Tai Chi ist oder der alleinige Hintergrund. Mhm. Und vom Konfuzianismus hält man ja nicht unbedingt so viel. Ja, das ist eben ganz spannend. Ich gehe immer gerne auf die 5 Familien zurück, die Familienstile, weil es dort auch direkt konkrete Literatur gibt. Und da kann man eigentlich ziemlich eindeutig nachweisen, die ist so ab 1850 geschrieben worden. Und wer damals lesen und schreiben konnte, hatte eine konfuzianische Ausbildung, ob er wollte oder nicht. Das spiegelt sich dann natürlich in den Texten wieder. Auch wenn man dann daoistisch geschrieben hat oder gedacht hat. Wobei das für den Chinesen zu der Zeit sowieso kein Widerspruch war. Man sagte eben, tagsüber im Büro war man Konfuzianer und abends zu Hause war man Daoist. Ja, damit sind wir wieder in die Zeit eingetaucht, so Anfang des 20. Jahrhunderts, die eine unheimlich spannende Zeit ist. Und wenn ich mal wieder was lese über diese Zeit in China, dann versuche ich mir auch vorzustellen, wie das eben für die Tai-Chi-Menschen damals gewesen ist. Ne? Also eben gerade die berühmten. Sagen wir mal, ich bin 17 Jahre alt, ich wohne in Beijing, Hauptstadt eines riesigen Reiches, und plötzlich marschieren da ausländische Truppen durch die Straßen, die kommen von einem anderen Kontinent oder von der entfernt liegenden Insel Japan, laufen hier überall rum, machen Sachen kaputt, besetzen unsere Regierungsgebäude, verwüsten Stadtteile, schleppen unsere Kunstschätze fort und so weiter. Ich bin 17 und frage mich, wie kann es weitergehen? Und das war Yang Chengfu zu der Zeit. Ja. Ne? Sein älterer Bruder, der war so 20 Jahre älter, den hat das mit Sicherheit genauso mitgenommen. Und dann in den späteren Jahren eben auch deren Nachkommen. Und interessanterweise gehörte zumindest die Familie Ma sehr stark den Reformern an. Also der Ma Yuliang war der erste, der in China Blutuntersuchungslaboratorien professionell für den Staat eingerichtet hat. Er hatte das beim Roten Kreuz gelernt. Und wenn man ihn sieht auf den alten Fotos, schickster italienischer Anzug, schicke Schuhe, hier die Uhrkette, der hätte auch in Paris seinerzeit auftreten können, wäre nicht aufgefallen. Während Wu Zhenxuan, sein Schwiegervater, steht in diesen traditionellen Kleidern immer neben ihm. Also die hatten eben beides. Sie waren ganz progressiv, modern und trotzdem klassisch Reformator,
ruhend auf der alten Kultur. Spannende Menschen waren das. Ich stelle mir das auch oft vor, wie, was für ein Durcheinander das war. Ne? Du hast ja auch einiges von den Tai Chi-Frauen mitbekommen. Ne? Also die Wu-Familie war ja sehr frauengeprägt. Ja. Hast du Lust, darüber was zu erzählen, über die Frauen im Tai Chi? Also ich kann da eben über beispielhaft über die Frauen berichten. Das war eben die Mutter von meinem Tai Chi-Lehrer, die ja auch in China extrem bekannt war. Ich habe sie auch noch persönlich getroffen. Das war die Frau Wu Yinghua, eben die Tochter von Wu Zhenxuan. Sie hat eine ganz zentrale Rolle in der Familie gehabt, in der Ausbildung aller Kinder. Es waren 5 Söhne und 3 Töchter. Und die wurden alle von ihr ausgebildet. Ich habe viele Anekdoten aus der Küche gehört, wo sie in der Küche stand und gekocht hat. Und die Kinder durften Tai Chi üben. Zum Teil mussten sie Zhuang Zhuang machen, da still stehen. Und wenn sie sich dann bewegten, kriegten sie mit dem Kochlöffel mal einen drüber. Und ich habe dann gefragt, das war der Bruder von meinem Lehrer, ob das denn nicht wehgetan hat. Und er sagt, ach, wir waren Kinder, das war alles Spaß. Es war nur so unglaublich langweilig. Und sie hätten das kaum ertragen. Und da hätten sie sich immer total geärgert untereinander, wenn die Mutter sich umgedreht hätte. Ja, das waren sicherlich verrückte Zeiten. Und die Frauen, natürlich ein bisschen klassisch im Haus, hatten aber einen sehr, sehr großen Einfluss. Das war eben eine Clan-Angelegenheit. Alle haben mittrainiert. Ne? Und wie ist es heute mit dieser Familie? Es gibt noch 2 Söhne, also die Brüder von meinem Lehrer, einen älteren, einen jüngeren, die in China noch weiter trainieren. Also wenn ich Chinesen erzähle, heutigen chinesischen Menschen, die ich hier in Deutschland treffe, dass ich Tai Chi mache, dann kommt ja immer der, das ist doch für alte Leute. Und das ist halt das Image vieler Chinesen, die zwar Tai Chi wertschätzen, aber nie auf die Idee kämen, es selber zu tun. Da sind wir vielleicht am Exotischen auch interessiert oder wir sind vielleicht schon einen Schritt weiter, dass wir erkennen, welchen Wert das auch für jüngere Menschen hat. Also ich habe so mitgekriegt, dass jüngere Menschen, die in China Tai Chi lernen wollen, so ein bisschen aus der nationalistischen Ecke kommen und fast so eine Parallele besteht zu der Situation vor 100 Jahren, dass man so das Gefühl hat, Mensch, wir Chinesen, wir müssen uns doch mal aufrappeln und was darstellen. Ja? Mhm. Und Tai Chi wird ja auch immer mehr international auf Wettbewerben gezeigt. Ich glaube, ein Anteil daran hat eben auch, dass die Chinesen zeigen wollen, wir sind auch wer und wir haben hier eine ganz tolle Kampfkunst und schaut doch mal alle her. Es ist klar, das verändert sich in China gerade ganz massiv. China verändert sich gerade. Keiner weiß, wo es hingehen wird. Aber sie werden jetzt wieder eine alte Macht. Das sieht man ja an allen Ecken und Enden, dass dann die Frage steht, was ist zu tun mit dieser Macht, die man jetzt bekommt oder die man haben möchte. Die Frage stellt sich ja jede Gesellschaft. Und ich bin schon sehr gespannt, wie China und die chinesischen Menschen darauf reagieren werden. Wie immer, wenn man über Menschen einer anderen Kultur redet, die chinesischen Menschen sind auch nicht alle gleich. Ja. Die werden auch unterschiedlich reagieren. Sind ja auch ziemlich viele. Das ja, genau. Über eine Milliarde, glaube ich. Ja. Ja, 1,4 oder 6 oder sowas mittlerweile. Ne? Und das ist natürlich genau super interessant, also das zu verfolgen. Das ist ja ein sehr liebenswertes Volk. Ich habe in China mich immer extremst wohlgefühlt, extremst behütet und aufgenommen. Und das ist so schön. Und das verdichtet sich ja jetzt auch. Die Beziehungen Deutschland und China werden ja immer enger und immer offener. Das ist eine schöne Geschichte. Also ich habe immer viel Freude daran. Kritisieren kann man natürlich auch immer, gehört auch dazu in der Freundschaft. Aber ich finde es so schön, zu dieser Kultur Kontakt zu haben. Und das Schöne ist ja auch, das genieße ich auch sehr, dass dort ja alles anders ist. Ja. Das wirft einen ja so auf die eigene Kultur zurück, dass man sich eben fragt, wer bin ich eigentlich? Wo bin ich? Und was bedeutet Tai Chi für mich als Westler? Ich bin halt kein Chinese, ich kann das nur aus meinen Augen sehen. Und das bringt aber so viel Bewusstsein für einen selber. Das ist einfach wunderschön.
Du machst ja auch weiterhin Tai Chi, ne? Ich glaube, zweimal die Woche noch mit Schülern und wahrscheinlich auch für dich alleine. Das ist total toll. Also ich habe fleißig weiter mit meinen alten Schülern, meinen ganz alten, die ich schon wirklich seit den 90er Jahren unterrichte, gehalten international. Spannend wurde es dann jetzt mit der Zoom-Geschichte, denn wir sind relativ früh auf Zoom unterwegs gewesen. Leider nicht in Sachen Partnerübungen, klar, aber in Sachen Form. Und zum ersten Mal können diese Menschen bei mir wirklich zweimal die Woche üben. Also das sind im Moment Schüler aus Südafrika, aus Spanien, aus England, aus Holland und aus Deutschland, die regelmäßig kommen. Es gibt noch Italiener, Franzosen und das ist einfach toll, weil das natürlich was einen ganz anderen Charakter hat, wie viermal im Jahr haben wir uns sonst getroffen, einen Workshop zu machen. Der ist zwar ganz intensiv, aber dann standen die Leute zu Hause oder wie die Südafrikaner, da kam dann einer und jetzt kommen sie alle. Wir treffen uns da und das ist total schön. Das ist eine richtige Gemeinschaft auf einmal geworden. Sind die des Deutschen mächtig oder unterrichtest du auf Englisch? Nee, das war schon immer auf Englisch. Ja. Deswegen bin ich früher ja auch so viel mit meinem Lehrer Ma durch Europa gezogen, weil er kein Englisch sprach und ich dann diese Rolle für ihn übernommen habe. Und dann bin ich später halt auch alleine eingeladen worden, weil er gar nicht mehr so viele Orte anfahren konnte. Und so bin ich da reingewachsen eigentlich, ne? Ich weiß noch, in Spanien, das war so ein Abenteuer, da gab es drei Menschen, die das organisierten. Der eine hatte diesen Tai-Chi-Stil nach Spanien gebracht. Der war Professor für Konfuzianistik und der hatte, weil er eben nicht so viel Zeit hatte und sehr beschäftigt war, einen Schüler mit der Organisation betraut. Der arbeitete für eine Gewerkschaft im Büro und der eigentliche Trainer, das war ein Schweißer vom Bau, der Kickboxmeister gewesen ist, als er jung war, in seiner Region, Provinz oder wie man es in Spanien nennt. Und ich werde diese Frühstücke, die wir zusammen hatten, nie vergessen. Der Professor, ja, wie ist das mit Yin Yang im Zusammenhang von Lu Xun und, ne? Und dann der, oh, mein Rücken tut mir so weh vom vielen Sitzen. Und der Schweißer, wo muss ich denn hinhauen, damit es ordentlich weh tut? Und ich habe mir gedacht, das schafft eben Tai Chi, dass sich so unterschiedliche Menschen begeistert treffen und sich austauschen und jeder dem anderen was sagen kann. Das ist doch toll. Die Erwähnung des Schweißers, die bringt mich auf eine Idee. Mein Lehrer John Ding, der hat seine Schule in London an den Docks. Da sind jetzt nicht mehr so viele Hafengebäude, die sind umgebaut worden. Aber besonders als er da hingezogen ist mit seiner Schule, da waren auch ganz viele Hafenarbeiter einfach da, ja, in den Kursen. Ne? Absolut. Also ich kenne es aus England sowieso. Ich habe dort ja auch in London einige Schüler. Das ist häufig gegenüber dem deutschen, ich sag mal, intellektuellen Publikum, das man oft beim Tai Chi findet, doch eher bodenständig aus dem Arbeiterbereich gewesen. Die haben viel Kampfkunsterfahrung und, ich sag mal, Zupack-Erfahrung mitgebracht. Das war auch unglaublich belebend, weil man ganz andere Sichtweisen, ganz andere Menschen kennengelernt hat. Ich bin so gerne mit Tai Chi rumgereist. Das war wirklich schön. Ja. Wir haben ja jetzt unheimlich viel gesprochen über Dinge, die jemand vielleicht noch nie gehört hat. Ne? Ja. Was würdest du aber jemandem sagen als Tipp für deinen Tai-Chi-künftigen Lebensweg? Ja, ein, zwei Tipps, ganz so aus dem Ärmel geschüttelt. Ich sage den Leuten, dass die meisten Menschen heute ein Leben haben, was den Körper in Ruhestellung stellt und den Geist übermäßig bewegt. Und Tai Chi macht das Gegenteil. Wir bewegen den Körper und wir schaffen einen ruhigen Geist. Und das ist für mich das eine große Ziel, gerade für Leute, die neu Tai Chi anfangen, dass man das auch erfährt, wie es funktioniert. Und dann kann ich jedem nur empfehlen, sich eine Schule oder einen Menschen oder Lehrer oder Mitschüler zu suchen, die die Offenheit lieben. So wie wir zwei jetzt. Du lernst bei John Ding, ich habe meine Sache gelernt. Und wir sitzen hier und quatschen uns wunderbar ein voll. Das ist doch total schön. Und wenn man das erfährt, das ist sicherlich für mich ein wichtiger Teil des Tai Chis, dass es auch so eine Offenheit vermittelt. Ich habe so tolle Kontakte
zu den verschiedenen damaligen Lehrern. Nils Klug kennt jeder, Jan Silbersdorf und viele andere. Wir haben, wenn wir uns getroffen haben, immer eine Runde Hände geschoben, um mal zu gucken, was so geht und was nicht. Ich habe mich so gerne von denen schubsen lassen. Das war so schön, einfach toll, die Menschen zu erleben, sie anfassen zu können und da nicht so eng zu fahren. Dieses Gruppenerlebnis, ich habe dafür eine Formulierung gefunden, wir leben in einer Welt, wo es wenig Hobbys oder Freizeitaktivitäten gibt, die nicht auch wettkampforientiert oder alleine sind. Das heißt, entweder es ist Sport, wo man in irgendeiner Form gewinnen möchte, Kartenspielen, Brettspiele, oder man schafft halt irgendeine Kunst wie Malen, Musizieren, Schreiben, wo man doch viel Zeit alleine verbringt. Beides war nie so mein Ding. Ich bin gerne in der Gruppe und trotzdem möchte ich was Kreatives, was Schönes gemeinsam machen. Da kann man dann Konfuzius zitieren. Zu lernen und das Erlernte immer wieder zu üben. Ist das nicht wunderbar? Besuch zu bekommen von Freunden aus der Ferne. Ist das nicht einfach schön? Ich habe immer viel gelernt und viel geübt und immer Freude dran gehabt, bin rumgereist und treffe mich mit den Menschen und die Menschen kommen zu mir, so wie du jetzt bei mir in meinem Wohnzimmer auf meinem Bildschirm bist. Und wenn ich gleich weg bin von deinem Bildschirm, in 5 Minuten fängt, glaube ich, schon dein nächster Kurs an. Und ich danke dir, du kommst in meinen ganz jungen Podcast und das ist mir eine Ehre und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du bist ja dann auch so, dass du da ganz offen und herzlich bist und da habe ich mich dann auch richtig drauf gefreut. Es ist einfach total schön, dass du so eine Initiative ergreifst. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast ist toll und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr abonniert, euren Tai Chi-Leuten weitererzählt davon, dass das noch mehr wissen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Martin, danke dir. Bis dann mal. Ciao.